Das tu es. Ich trinke inzwischen. Wir reden schon. Ja, das ist mir wurscht. Ja, dann trink. Ja. Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Schlagzeilenrevue. Mein Kollege macht mir sein Make-up fertig. Genau. Grüß dich. Servus. Wenn du mal mit Tee trinken und alles fertig bist, können wir anfangen? Ich meine, ist Tee drinnen. Ja? Ja, ja. Ich trinke auch nicht was anderes. Gut. Der Montag hat gleich mal mit einer sehr lustigen und innovativen Geschichte in meinen Augen angefangen. Was war? Da sind ein paar Lehrer draufgekommen, dass diese Kinderuhren, die es da jetzt gibt, diese Kinder-Smartwatches, die sind anscheinend von den Eltern verwendet worden, um abzuhören, was ihre Kinder so machen und unter anderem die Lehrer beim Unterricht zu belauschen. Echt? Mhm. Und das hat einem nicht gefallen und jetzt wird das per Gesetz sogar abraten. Weil lebenslanges Lernen verboten ist oder warum? Weil sie die Lehrer wahrscheinlich nicht gern zuhören lassen. Okay. Ich glaube, die einzigen, die das dürfen, ist die NSA, oder? Ich glaube auch. Gut, was haben wir noch gehabt? Du, die Regierungsverhandlungen, die dauern länger, als man glaubt. Und yep, aber die verstehen sich doch alle so gut. Na, ich weiß nicht. Also, der Strache hat ja kürzlich gesagt, schreibt die heute, okay, er hat ein Problem mit der alten ÖVP. Was für eine alte ÖVP? Die Mikl Leitner zum Beispiel, die Moslem-Mama, ja, die ist ja die Chefin der jungen ÖVP, oder? Stimmt, vorige Woche gehört. Ja, wo ist da eine alte ÖVP, bitte? Ja, aber wenn die Freiheitlichen die Mikl Leitner Moslem-Mama nennen, wird das schwierig. Viel Spaß beim Regieren. Ja. Am Dienstag, was haben wir gehabt? Also eine ziemlich steile Meldung aus Salzburg. Hast du das gelesen? Nein, was? Da ist eine Frau gewesen, die hat in einem Geschäft in Salzburg ein Kleid gekauft. Okay. Ja, das hat knapp 35 Euro gekostet und sie wandert halt dann damit zur Kasse und dann holen sie es raus aus der Schlange. Okay. Und sagen sie, ich soll dir jetzt stehen bleiben und das passt so nicht. Ja, sie hat auch nicht so gewusst, was so richtig was da war. Vielleicht hat sie gedacht, vielleicht haben die gemeint, 35 Euro für ein Kleid ist ja nicht so viel, dass ich vielleicht die Etikette tauscht hätte oder so. Naja, und das dauert 40 Minuten, ist die da gestanden. Okay, ist 40 Minuten gestanden? Ja. Weil ich glaube, sie haben die Etiketten getauscht, oder was? Genau. Dass sie es billiger kriegt wahrscheinlich, oder? Genau. Und dann kommt der Knaller. Ja? Weißt du, was sie gesagt haben? Das war falsch, das Etikett. Also hat sie es doch austauscht? Nein, das Kleid kostet nur 19 Euro. 40 Minuten umeinander. Genau. Damit es billiger wird. Genau. Ja, das hat sie ausgezahlt. Das ist ein Service, oder? Warte mal, 40, 39, 20 Euro. Ja, ungefähr. Rechnen ist schwierig. 40 Minuten. Rechnen ist schwierig. Hä, wieso? Nein, ich sag's nur. Was? Ja. Übrigens, hast du die andere Meldung auch gelesen? In Österreich gilt jedes fünfte Kind als arm. Das ist traurig. Ja, das ist traurig. Aber die Kurzregierung wird sicher daran arbeiten und in Zukunft wird es nur jedes vierte sein. Ja, das wäre wünschenswert, oder? Ja, ganz sicher. Ne? Ich weiß nicht. Rechne noch. Mathematik. Aber du könntest noch mal in die Schule gehen. Ja, aber sicher nicht in die Schule in Deutschland, weil da wird der arme Hausmeister. Verstehst du? Wir hängen Schüler auf und so. Passt auf vor dem Typen. Warum? Was hat er gemacht? Ja, er redet, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Oh Gott. Dialekt. Echt? Und die ganzen Kinder verstehen das nicht mehr. Es ist echt eine Sache. Wie ich nach Wien gezogen bin, habe ich auch gleich mal ein schönes Oberösterreichisch einstampfen müssen, weil mir die Leute angeschaut haben. Als ob ich vom Mars komme. Heute, 16 Jahre später, spreche ich ein wunderschönes Kauderwelsch und mich versteht immer noch keiner. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber du glaube ich weißt das. Ich bin heuer 40 geworden. Und du schaust aber super jung aus. Oh, danke. Ich habe mich gerade rasiert, deswegen. Ah, nicht frisch, ich tue mir so drei Tage Spaß. Okay. Aber ich finde, ich habe mich dieses 40 werden durchaus beschäftigt. Die Nachricht am Mittwoch, das ist so eine, die gibt mir wieder Hoffnung. Hoffnung aufs Altwerden. Warum? Dass da nicht alles schlecht ist. Warum?
Da war da so eine 70-jährige Oma bei einem Metal-Konzert. Nicht nur in der ersten Reihe gestanden ist und Gas gemacht. Nein, die Burschen haben es auf die Bühne geholt und die hat mitgekriegt. Boah, cool. So schön war das cool. War. Also da hast du mindestens 30 Jahre vor dir. Ja, passt. 30 Jahre, richtig. Genau. Mit Mathe. Ja, wir haben mal so eine Mathe-Sendung. Ne? Alter Schwede. Pisa. Ja, Oslo, Oslo. Das war in Oslo. Gut. Gut, vorige Woche, glaube ich, ja, haben wir gehört, dass Wien die unfreundlichste Stadt, nach Paris, die zweitunfreundlichste Stadt der Welt ist. Wir haben aber eigentlich geahnt, dass das nicht stimmen kann, oder? Und es war klar, dass es dann Test reingeben wird, ja, und es zu widerlegen. Und empirisch hat ja heute eine gigantische wissenschaftliche Studie in Auftrag gegeben. Wissenschaftlich und, gigantisch. Ja, und gleich durchgeführt und das Ergebnis exklusiv am Mittwoch abgedruckt. Ihr habt es sicher gelesen. Es hat mein Herz erwärmt. Ja, in mir nicht. Mir war das klar. Aber da war. Ja. Aber ein bisschen länger in Wien wie ich. Das stimmt. Jedenfalls, es ging darum, Bewerbungsgespräch. Ihr kennt die Situation, schnell noch eine Krawatte. Ja, sind wir nervös und so. Ja, und dann geht es nicht. Und dann haben sie auf der Straße wildfremde Passanten gefragt, können sie einer helfen. Genau. Und die Wiener und Wienerinnen sind da gestanden und haben brav. Gewinnt's auf, wie Wiener was. Also, die Wiener sind die freundlichsten, nicht die zweitunfreundlichsten. Ich habe mich in den letzten Wochen sehr stark bemüht, um das Niveau der Sendung nach oben zu treiben und weniger Sex und Anrüchigkeit hier walten zu lassen. Ich habe es ja sicher alle bemerkt, es ist gelungen. Du hast es ja auch schon bemängelt, möchte ich sagen. Ich hatte ja in der letzten Sendung sogar eine noch unterschieben wollen, die du gekillt hast. Ja, genau. Aber die ist so nett und so, so lustig, dass wir die jetzt bringen müssen. Eindeutig. In Adelaide in Australien hat eine Schule eine Statue aufgestellt von einem Heiligen. Und zwar vom, wie heißt der? Heiligen Martin von Porres. Und der gibt ein Brot an Kinder weiter. Der Heilige Martin? Der Heilige Martin, genau. Dieser Heilige Martin von Porres. Und das Dumme ist bei der Statue, ihr seht es selber da, wo das Brot ist. Jetzt müssen sie das Ding wieder abdecken und weggeben. Schlimmes denkt, wer schlimm ist. Ja. Oder so, glaube ich, geht das. Die hätten diesen klassischen Heiligen Martin nehmen sollen mit dem Mantel. Schwert und dem Schwert. Da gibt es keine Diskussion. Genau. Gut, du, aber wir haben auch noch eine Geschichte, die ist wirklich nicht zum Lachen, die ist ja zum Haare sträuben. Na, fürchterlich. Also, ich meine, ich hab sie gar nicht geboxt, wie ich es erfahren habe. Ich habe sie über Instagram oder Facebook, glaube ich, mitgekriegt. Ja, ja. Völlig absurd. Ja, mein Kollegen, den Ivias, den haben sie seine E-Rollstühle gestohlen. Also, zur Erklärung, Martin ist ja ein österreichischer Nationalspieler der E-Rolli-Fußballmannschaft, glaub. Ja, und bist du eigentlich der Kapitän? Ja, ich bin der Kapitän. Und der Ivias ist unser stärkster Spieler. Das ist eine, mit allem Respekt, das ist die brutalste Sau, die ich jemals am Spielfeld gesehen habe. Der kann was. Aber er ist echt gut, aber er ist brutal. Der kann was. Ein Harzer. Ja, und jetzt haben sie ihm seinen Sportrolli gestohlen. Nicht nur das, die haben ihm beide E-Rollis vor der Haustür weggestohlen. What the fuck, sag ich da. Org. Nur dazu, ich verstehe es ja, dass man E-Rolli klaut, sowas wie wir da haben. Ja. Den kann man überall in Europa und dabei verkaufen, weil Leute brauchen den. Genau. Das ist völlig okay. Also es ist geschissen, weil er gestohlen wird, aber es ist nachvollziehbar. Aber den Fußball-E-Rolli... Mit dem kannst du gar nichts machen. Du kannst nicht einmal auf der Straße fahren, so rumpelt der. Mit dem kannst du nur auf absolut glatten Boden in deinem Wohnzimmer fahren. Ja. Oder in einer Sporthalle. Ja. Und da die Sonderanfertigungen sind, kannst du mit dem gar nicht sehen lassen, weil jeder erkennt, woher der ist. Ja. Das ist so, wie wenn du die Mona Lisa stößt. Ja. Und im Wohnzimmer aufhängen willst. Ja, ja. Das geht nicht lang gut. Ja. Weil irgendein Depp von deinen Geistern macht das Geld wieder mit und dann bist du auch noch. Ja. Also wirklich. Das geht gar nicht. Ihr Fucker da draußen. Ja. Das ist echt eine miese Nummer und vor allem völlig hirnlos. Hey, wir sind noch nicht fertig, Martin. Ja. Wir haben nur den Freitag, okay? Außerdem dein simples. Ein subtiles Product Placement. Finde ich ja total dezent. Achso, das ist eins, okay. Wir sind hier bei Pizzas. Gut, anyway, Freitag. Am Freitag, also gestern, ja? Ich habe einen Geschäftstermin gehabt, der ist ziemlich gut gegangen. Super, so. Gratuliere. Danke, danke.
Und am Weg nach Hause, wollte ich natürlich heute holen, kriege ich einen Anruf von einem Kollegen. Was heißt heute? Aber nein, ich war am Weg zu heute natürlich. Okay, ist ja klar. Aber ja. Ein Kollege ruft mich an und sagt, du, ich habe keine Zeit, gehen wir Kaufplatz, check mal Glühwein aus. Sag ich, ja passt. Cool. Machen wir Kaufplatz, kann ich dann schon mit oben machen, einen kurzen Accessibility-Check und schauen wir, wie barrierefrei wie der Glühwein dort ist. Du hast das, glaube ich, eh schon mal gemacht, oder? Ja, aber weißt du, das ist jetzt ja alles wieder neu, man muss dann mal ausmachen. Also gehe ich hin und check den Glühwein. Der war absolut, also das war barrierefrei, also das war der kein Glühwein, Thema. Der Glühwein war barrierefrei. Gut. Dann haben wir uns gedacht, okay, jetzt sind wir schon da, jetzt schauen wir mal zum Rathausplatz gleich. Okay, ist ja nicht weit. Ja, eben. Also Hupfer. Haben dort einmal geschaut, da haben wir natürlich, ja, das ist Punsch. Ja. Haben wir Punsch gecheckt. Also. Und das alles, der war auch barrierefrei. Dieser Punsch, der war, das war echt. Also. Du, wie viele Standl hast du gecheckt? Weil die haben schon mehr als eins. Nein, immer nur eins. Immer nur eins. Ist ja, wir machen responsible. Okay. Accessibility Checks. Cool. Ja, und dann sind wir noch am Spittelberg kurz vorbei. Ja, ein bisschen da auf den 7. Ja. Und da war dann der Glühmast. Ja. Und wie warst du? Der war, ich glaube, der war auch barrierefrei. Ja. Wie ich dann heute in der Früh mich vorbereitet habe, dass ich herkomme, ja, und in meinen Rucksack reinschaue, ja, waren da drei schmutzige Glühweingläser drinnen. Nein, nicht ernst. Ja. Du hast den Einsatz nicht einmal zurückgeholt? Aber ich habe jetzt halt dafür. Ja, aber du kriegst einen Einsatz. Ja, den kriege ich dann nicht zurück. Okay. Aber das Problem war nicht die Glasen, sondern dass die Häute nicht drin waren. Was? Du spazierst durch die ganze Innenstadt und kriegst keine Häute? Ich habe richtige Accessibility-Checks gemacht dort. Der war ein hochprozentiger Accessibility-Test. Ist auch 100% successful. Successful. Wann bist denn du wieder auf 0,6? Wahrscheinlich morgen Mittag. Gut. Sorry. Anyway, also nichts, ja. Freitag. Sorry Leute, was war denn am Freitag so los? Schreibt es uns unten in die Kommentare. Genau. Ansonsten passt auf bei den Glühweinstandeln. Das zeige ich dir jetzt und gut. Ja. Und fahr in die Bieren. Drum, lasst euch gut gehen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Und ja, danke fürs Reinschauen. Ciao.